Auto. Oh, Judith, wie tragisch. Sag mal, wann soll die Uhr denn geliefert werden? Oh, ja, ja. Deine Großmutter hat Besseres zu tun, als Kisten zu packen. Außerdem mit deinem Großvater. Das war nicht witzigstand. Wir hatten nie denselben Humor. Ja, ich würde sagen, dann fahre ich nach Sacramento und hol sie ab. Und nochmal, du hast mein tiefes Mitgefühl. Okay. Treffer! Klär mich mal auf, warum vererbt dir Judiths Großvater eine wertvolle Antiquität? Er mochte mich. Ich war der Einzige in der Familie, der über Stunden seine Schauergeschichten über Korea trug. Er war im Koreakrieg? Nein, er war Sextourist. Es war gespenstisch. Weißt du, ich fand die Uhr schon immer gigantisch. Ich habe damals zu ihm gesagt, Bill, das ist die Mutter aller Uhren. Er hörte aber schlecht und das führte dann zu den Korea-Geschichten. Oh hey, fährst du mit mir hin, sie abholen? Mal sehen, wenn ich 6 Stunden nach Sacramento fahren, um die Uhr eines Toten zu holen. Mit mir? Versteh mich bitte nicht falsch, aber ich würde mir lieber einen Ahornsirup-Einlauf verpassen und mich auf einen Ameisenhaufen setzen. Das hast du nicht eben erfunden. Nein, ich habe mir eine Liste von Dingen zusammengestellt, die ich lieber tun würde, als mit dir auf engem Raum eingesperrt zu sein. Eine Kostprobe? Nein, danke. Wirklich nicht. Ich habe was Nettes mit Hämorrhoiden, einer Flaschenbürste und Meersalz. Ich verstehe schon. Ich nehme Jake mit. Warte. Dann bist du nicht hier und Jake auch nicht? Ja. Treffer!